Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diablo 3 Video. Ja, es gibt endlich wieder was Neues zu zeigen. Das Hardcore-Let's Play geht auch bald weiter. Da muss ich Lennart mal Bescheid sagen, dass der mal wieder hier Hardcore-Let's Play mitmachen muss, soll, kann. Aber der ist den ganzen Tag am Schleudern und deswegen dauert das ein bisschen. Aber egal, das schaffen wir noch. Jetzt gibt's aber erst einmal Inferno Players 4 Gohm zu sehen, denn mich interessiert jetzt mal, wie stark der ist mit seiner Giftwolke, denn die war auf Inferno auch schon relativ stark, ja. Ich habe jetzt hier einen CM-Wizard, das heißt Dauerfreeze etc. Habe jetzt hier schon relativ viel gemacht, also ich bin hier einfach gerade am Akt 3 durchrennen, weil ich den noch nicht gemacht habe. Denn vorher, die letzten Tage, war ich die ganze Zeit am Keywardens farmen und Hellfire-Ringe und ja, jetzt habe ich diesen hier, der ist relativ kacke noch. Hat eben ja ganz normal Int relativ schlecht gerollt, also geht ja bis 200 circa. Dann aber Crit-Chance 4,5, was sehr gut ist, und eben Life on Hit 200, das ist auch noch ganz gut. Es fehlt nur noch sowas wie All-Resist oder so, oder Attack-Speed. Ansonsten ist es gar nicht mal so schlecht. Gut, dann machen wir jetzt mal Gohm-Players vor. Auf Players 8, die Überbosse, da ist ja auch Gohm dabei. Da ist ja kein Problem. Jetzt bin ich mal gespannt, was der hier so zu bieten hat. Und deswegen wollte ich dir mal gerne zeigen. Das ist mein erster Versuch hier. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Wahrscheinlich werde ich jetzt jämmerlich verrecken, aber ich weiß es wirklich nicht. Also, der macht dann direkt seine Wolke. Ich muss mal schauen, ob ich dann in der Wolke tanken kann oder nicht. Oh, es sieht schlimm aus, weil es prockt bei mir nichts. Das sieht gerade echt nicht... Ja, jetzt prockt ein bisschen mehr was. Also gegen einen Gegner ist es verdammt schwierig, dass ich da dauerhaft meine Diamanthaut casten kann. Man sieht es ja schon. Teilweise ist mein Leben ziemlich down. Also ich bezweifle, dass ich jetzt mal erstmal ihn direkt legen kann. Ich passe auf mein Leben ein bisschen auf. Aber noch, also es sieht ganz gut aus. Hälfte ist locker down. Aber er bewegt sich zu... Oh, das war gerade sehr knapp. Da hätte ich jetzt gerade locker sterben können. Also der ist schon nicht ganz einfach. Für andere Klassen denke ich mal, dass der relativ unmöglich ist. Als CM-Wizard hat man noch gewisse Vorteile. Man sieht es ja. Fast Dauerfreeze, sage ich mal. Und eben Diamanthaut, das ist ein großer Vorteil. Und jawohl, komm schon. Und da ist er down. Sehr schön. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es doch, ich sag mal, so einfach ist. Also eben beim ersten Mal. Ich dachte, seine Wolke wäre noch stärker. Aber gut, es geht. Also mit dem CM Wizard ist es gar kein Problem. Ich werde den noch bald auf Players 8 mal versuchen. Dann hat er ziemlich krass viel Leben. Und ich denke mal, dann wird er sehr stark sein. Also Player 6 würde ich mal sagen, würde ich jetzt auch noch schaffen. Aber bei 8, ich glaube, das wird schon verdammt hart. Also bezweifle ich, dass ich das jetzt schaffen könnte. Dann müsste ich vielleicht ein bisschen was an meinem Gear noch ändern. Ich kann euch das jetzt mal ganz kurz gleich zeigen, denn es hat sich einiges geändert. Ich war ja vorher ein Barbar, den habe ich nun, ich sag mal, fast aufgegeben. Ich werde den noch ein bisschen weiterspielen. Das heißt, ich spiele sozusagen zwei Klassen. Habe ich mich jetzt so dazu entschieden. Barbar und Wizard, da es einfach zurzeit die besten Klassen sind. Mit anderen Klassen kann man, ich sag jetzt wirklich, kaum was anfangen. Ja, es gibt Ausnahmen, es gibt Leute, die sind richtig krass gegiert und die können dann auch mit dem Demon Hunter oder Witch Doctor was anfangen. Ich kann jetzt hier mal ein Beispiel holen. Hier zum Beispiel habe ich letztens erst geedit. Ich hoffe, mir hat nichts dagegen, dass ich ihn jetzt hier zeige. Zum Beispiel Raver Shop, wenn ich ihn jetzt hier finde. Da ist er doch, hier. Raver Shop, das ist ein Demon Hunter, wo ich noch sage, krass, der schafft das locker, das ist kein Ding. Der hat hier 200.000 DPS unbufft, Paragon 91, hat keinen Sharpshooter drin und hat das krasseste Gear, was es gibt. Was ist das krasseste, aber auf jeden Fall richtig krasses. Er hat das alte Inners Set hier noch und ja, also der ist richtig krank. Obwohl, das hier geht noch besser. Also das Amulett finde ich jetzt nicht so ganz gut, aber egal. Jedenfalls, sonst ist der absolut geil. Deadman's Legacy, Manticore mit zwei Sockeln, das ist absolut alles geil. Jo, und der schafft das. So, aber ich sage jetzt eben, sonst schaffen das kaum andere, die jetzt eben hier für 5 Millionen gegeert sind. Könnt ihr gleich vergessen. Witch Doctor, Demon Hunter, keine Ahnung, Monk ist auch relativ unmöglich. Da müsst ihr eben, ich sage jetzt mindestens 200 bis 300 Millionen ausgegeben haben. Bei Magier ist das nicht so viel, beziehungsweise Wizard. Mein Gear ist 400 Millionen wert. Ich habe es gekauft für ca. 300 Millionen.
Die Waffe für 50, die Quelle für 60 Millionen und die ist 150 Millionen wert. Die habe ich in der Auktion abgestaubt. Richtig krass. Ja, und dann hier eben noch ja, Blackthorns, Tile Rushers, ein richtig geiler Helm. Fireward, also alles ganz okay. Ja, es ist noch nicht wirklich gut. Die Waffe und die Quelle und die Stiefel, die werde ich erstmal behalten. Die sind alle top. Ice Climbers hatten, die haben jetzt 30 Millionen, glaube ich, gekostet. Aber die drei Sachen werde ich erstmal so behalten. Die sind alle top. Helm eigentlich auch. Der ist auch richtig krass. Ich meine, sucht diesen Helm mal im Auktionshaus. Ihr werdet keinen einzigen finden. Ja, und eben Hellfire Ring, den nehme ich jetzt einfach hier so zum Leveln. Der ist nicht wirklich, ja, nicht wirklich gut, aber nehme ich jetzt einfach trotzdem zum Leveln. Jo, das war's dazu. Wenn ihr noch ein Video zu den Keywardens haben wollt, beziehungsweise wie ich die Überbosse mache, dann sagt Bescheid. Die Überbosse werde ich sowieso bald irgendwann mal hochladen. Also ich werde die bald aufnehmen. Auf Players 8. Und ja, dann gibt's wieder was zu sehen. Aber, weiß nicht, falls einige von euch noch nicht wissen, wo die Keywardens sind und wie man die am besten farmt und keine Ahnung, oder wie die aussehen, dann schreibt es in die Kommentare. Ich mache da gerne ein Video drüber und ich kann auch dann direkt aufnehmen, wie ich einen Hellfire Ring herstelle. Ich habe davon jetzt schon ca. 6 oder 7 Stück. Ich kann es gleich mal ganz kurz zeigen. Moment, wir machen noch ganz kurz hier diese kleine Mini-Quest hier. So, jetzt kommen diese ganzen komischen Viecher an, die alle nichts können. So. Und Put gemacht. So. Jetzt zeige ich mal ganz kurz meine Hellfire-Ringe und dann schreibt es ein bisschen in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Könnt ihr dem Video noch einen Daumen nach oben geben, wenn es euch denn gefallen hat. Hier sind meine ganzen Steinchen und da sind die ganzen Hellfire-Ringe. Habe ich jetzt alle schon selber gecraftet. Sind alle, naja, eher mäßig, sage ich jetzt mal. Der wird mir plus 4660 Damage geben. Das ist noch relativ okay. Hat ein bisschen Int mehr, Fire Resistance ist auch nicht schlecht. Dann Crit Damage 40, das ist eben geil. Und ein Sockel, aber sonst ist der eben auch kacke. Das heißt, ich suche noch einen besseren. Jo, das war's von dem Video und bis zum nächsten Mal.